Willkommen zurück zum zweiten Let's Play von FIFA 12, ja. So, ja, jetzt spielen wir mal weiter und ja, ich werde euch zeigen, wie man heute auswechselt. Also wie es aussieht und so, ja. Und was halt so im Spiel für Geschehen passiert, ja. Dann wollen wir mal loszocken. Wir spielen heute gegen Real Saragossa oder so. Ja. Und ja, wir machen mal jetzt einen Anfang. Ah ja, ich habe ein bisschen an der Soundeinstellung gespielt und ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Und jetzt ich und mein zweiter Versuch. Und gerade war es etwas lauter, hat man mich überhaupt nicht verstanden, wie beim ersten Part. Und ja, ich hoffe, jetzt ist es mal etwas besser. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Teil 1 der Auseinandersetzung, das Hinspiel in der K.O.-Runde. Ja, Manni, und eins ist klar, es geht schlicht und ergreifend darum, sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu verschaffen. Yep, so stimmt das auch. Und ja, ich überspringe das ganze jetzt mal und ja. Wir fangen mal jetzt an. So. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Naja, vorab, ich spiele auf Amateur und ja. Amateur nur, weil ich jetzt Play mache und keinen Bock habe zu verlieren. Und dass so scheiße rüberkommt, aber. Mann, scheiße. Da wird der Trainer zufrieden. Ja, im Zweikampf ja. Den Ball geholt. Und ja, nun mal Attacke. Gucken. So. Wir wollen ja ein bisschen Tuccolini gewinnen und ja. So schnell wie möglich das Pokalspiel dann Ding zeigen und so weiter. Ja. Und deswegen zeige ich irgendwann mal ein bisschen weiter. Ohne dass ich das aufnehme und zeige dann das Pokalspiel. Oh, wieso laufe ich nach vorne mit den ein? Ich hasse das, ich konzentriere mich auf einen anderen Spieler und dann bin ich das gar nicht. Weil ich achte gar nicht mehr auf den Pfeiler drüber, aber ja, egal. Ich versuche es mal. Und das war eigentlich nicht voll, aber egal. Naja, Einwurf und... Gerade und es noch kommt rechtzeitig keiner hin, geklärt. Weil er so weit weg steht, dieser Assi. Und ja. Oh, das könnte gefährlich werden. Wirklich. Unnötiger Ballverlust. Wirklich gefährlich. Jetzt muss er ihn reinspielen. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Ah, nur abgewehrt, aber auch hier ein Spieler gegeben. Naja. Und okay, und jetzt zeige ich euch meine Ecke. Jetzt können wir uns auf den nächsten Eckstoß so freuen für den ja FC Barcelona. Jetzt mal so sieht die Eckenposition aus, man kann... was macht ihr da? Barcelona auf ja, den Tor. Und der Tor. Ich wollte eigentlich zeigen, wie man es richtig macht, aber er hat es nicht zugelassen, egal. Ja, irgendwie ausgesehen, aber so verkriegt, egal. Vorsichtig so formuliert, allzu viele Chancen brauchen sie wahrscheinlich nicht. Und nein, um ich zocke jetzt nicht für Xbox. Erste Möglichkeit. Ich zocke jetzt auf PC mit Controller. So. Eine ausgezeichnete Ecke. Also, und ich besitze keine Xbox. Und der FC Barcelona ich liegt vorne. Und dafür brauchen das Spiel ich auch Halbprofi. Und gewinne meistens so 2-1. Zuccolini. Oder 2-0. Oder 1-0. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Und der allerbeste Pro bin ich jetzt auch wieder nicht. Und ja. Wechsel im Ballbesitz. Nein. Barcelona hat ihn. Was macht der? Es muss Einwurf geben. Du musst es nicht. Zuccolini. Piqué. Xavi. Xavi. Ein wunderbarer. Oh nein. Und er das macht und. Naja, egal.
mal Zuccolini hochschießen von bei unserer Seite. Dass ich euch zeigen kann, wie links aussieht, dort Perspektive. Und nun Lionel Messi. Ja. Schön gemacht! Macht er ihn rein? Nein, er macht ihn nicht rein. Er hat alleine versucht, aber er ist gescheitert. Kann das doch nicht 2 oder 3 Zentimeter größer sein? Sie sehen, wo er reinwirft, also wenn er weit werfen kann. Piqué. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ja, das könnte was werden. Das wird ganz gefährlich. Achtung! So, jetzt nochmal eine Ecke. Der Ball ist im Aus. Eckball für den FC Barcelona. Ja, man kann sich hier bewegen. Hier habe ich jetzt so halb eingestellt. Wird nichts. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Druck Gegner ist schon wieder am Ball, aber naja. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Sehr schön. Aber jetzt muss das Ding nach vorne. Ja, kommt doch mal nach vorne. Zuccolini. Ich hindere euch nicht. So, jetzt aber. Da entwickelt sich möglicherweise was. Das sah gar jetzt nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Will ich mal ein bisschen Druck machen. Iniesta. Ja, er hat eine einzige große Liebe und das ist der Ball. Wenn der am Ball ist, dann liegt der Tor in der Luft. Wirklich? Geht er rein? Ja, er geht rein. Tor! Und dreh ich mit der Ball ist, liegt ein Tor in der Luft. Und das ist ein Tor. Der hat ein Auge. Naja, Iniesta. 2-0. Wieder mal der Vorbereit. Absolut, Manni, der hat einen riesen Auge. Ja, jetzt bin ich immer da für den besonderen ja, Pass. Ja, macht ja Zuccolini. Nicht. Oh, jetzt er kommt ich kurz an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Ich soll mal zum Tor kommen, dass die mal... Okay, auch nicht. Wechsel im Ballbesitz, machen, Barcelona Ball. Hat ihn. Geil. Und Einwurf, ja. Aus diesem Einwurf, ja, also Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance eigentlich entwickeln. Flanke fliegt in den 16er. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Ja, wunderschön, aber das, das Gegenteil, also extrem hässlich, ja egal. Ja. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Keiner. Jetzt mal mit PK durchlaufen. Ob das klappt? Jetzt jo, Alter. Und der ist dran. Mit PK Talkschuss, was ist das denn, Alter? So langsam muss es bei Ihnen aber Klick machen. Naja, und ja, die Tage noch werde ich mir irgendwie vor dem Kollegen besorgen. Aus dem Lehrbuch. Und genau dann werden wir einen direkten gleichen Splitscreen machen. Super. Da könnt ihr abstimmen, welches Spiel besser ist. Und ja, da vorab, Optimismus. Ich werde... Den hat er nicht voll getroffen. Und das Ergebnis sogar nicht sieht ziemlich mau aus. Let's playen. Und ja, und jetzt seht ihr mal, wie man zum Beispiel jetzt hier einen Spieler austauscht. Zum Beispiel Abidal gegen Maxwell. Oder ist ja da Maxwell. So, dann drücken wir auf Fertig. So, Spiel fortsetzen. Und so, und jetzt haben wir ja hier einen Wechsel. Und danach sehen wir ja, wie man wie die Torwart-Aussicht so aussieht. So, so sieht Torwart aus, kann man ja viel machen. Jetzt habe ich mich wieder für gerückt, aber egal. So. Maxwell. Da mache ich jetzt Zuccolini. Und der kommt genau an. Oder auch nicht. Die Abwehr steht goldrichtig. Tja, das jetzt sehen die Fans hier nicht so gerne. Was für ein verrücktes Torwart-Solo. Dafür wird er in die Mannschaftskasse zahlen müssen. Was für eine Grätsche. Und ja, der Torwart läuft zurück und ist auch noch nicht am Tor angekommen. Erst jetzt. Balleroberung auf der
Okay, und die erste Halbzeit ist um. Und ja, wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit wieder. Ja, nein, nicht jetzt. Ich mach's mal ganz schnell und kurz ab zur zweiten Halbzeit. So. Wenn das so weitergeht, dann dürfen die Jungs nach Hause fahren. Die Pause ist vorbei, es ist alles in Ordnung. Der Schiedsrichter pfeift die zweite Halbzeit an. Boah, wie schnell. Das heute überhaupt kein Ende mehr zu nehmen. Nur 2 Minuten nach dem Anpfiff ein Tor. Und jetzt habe ich nur noch das eine kann Frage. Noch nicht stimmen. Noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Ach, das ist ein perfekt gespielter Konter. Einfach alle ausgetanzt und ganz souverän verwandelt. Iniesta. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Ja klar. Wenn man nicht richtig zocken will. Und man die durchgehen lässt. Ja, so kann es weitergehen. Souverän geklärt. Xavi. Und nun Lionel Messi. Barcelona auf dem Weg zum Tor. Und jetzt haben sie es. Das Tor. Sie sehen wie der sichere Sieger aus. Sie machen schon wieder ein Tor. Barcelona vor. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sich das noch nehmen lassen. Ja, und so sieht es aus, wenn man die Wiederholung schneiden etc. will. So, jetzt geht's weiter. Dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Zuccolini. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Nö, nicht wirklich. Und nun Lionel Messi. Das ist ein Stürmer, der ist jeden Cent wert. Ein Killer. Ja, das habe ich extra gemacht. Zum Grundrepertoire, das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht jetzt fast in der 60. Minute und ja. Abseits, aber das kein. Ja, das war Abseits. Ganz klar Abseits, ja. Ja, jetzt sind wir 60. Minute und ja. Ich finde FIFA 12 ist ein gutes Spiel für ein Fußballspiel, ja. Sicher in der Ballbehandlung. Nein, ich würde abziehen, aber. Er wollte das zweite Tor. Aber und ja, und da seht ihr mal, wie die anderen Spiele so sind. Jetzt werden eingeblendet, wenn ein Tor oder so fällt. Keine Ahnung, kommt einfach irgendwann nach Zufall. Zuccolini. Und dann sieht man das Ergebnis der anderen Spieler. Spiel. Ja, das ist schon super, wie der seine Mitspieler bedient. Da macht er fast eine Blutgrätsche im eigenen Strafraum. Wie dumm! Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Ohne Kampf kein Ball. Und ja, und da soll das Gegentor kommen. Aber kommt es nicht. Vollkommen verzogen. Aber und ja, hier sieht man hier wieder den Torwart. Dann kann er sich bewegen, ganz normal. Dann mache ich einen weiten Abstoß. Und nun Lionel Messi. Zuccolini. Soll ich Notbremse machen? Notbremse, Notbremse! Nein! Gefährliche Flanke! Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch! Ja, das war ein Fehlpass und es hängt. Und jetzt geht's weiter. Und das schon wieder 1-1 jetzt, gerade stand 0-1, jetzt steht da 1-1 und ja, bei uns steht 5-0. Und wieso erinnern die eigenen Spieler sich gegenseitig? Versteht man einfach nicht. Und Flanke.
Kopfball. Super, auch nicht. Schuss und kein Tor. Ja, Wechsel habe ich euch gerne gezeigt. Also ich habe wieder eine rausgekommen, aber egal. So. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Und nun ach, so schnell. Und so schnell kann man ans gegnerische jetzt Tor kommen. Unglaubliches Tor! Wird der Trainer jetzt reagieren? Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen. Denn der hat ja schon zwei Tore gemacht. Also mich würde interessieren, wie lange er für diese Strecke gebraucht hat. Das war ja eine unglaubliche Aktion. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ich habe mich mit Pascal geeinigt, dass ich jeden Sonntag praktisch, also jede Woche, ein Let's Play vom FIFA 12 hochlade und ja, und heute ist es mal wieder soweit und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Was für eine Ruhe, die ist natürlich auch außergewöhnlich und davon profitieren dann auch die Mitspieler. Diesmal hat es noch nicht funktioniert, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Oh, ups. Damit hast du selten Erfolg. Hat mich berührt. Ich wollte Kreis drücken, egal. Extra schon nach hinten rennen. Und jetzt sollte ich eigentlich die Zeit kommen. Dass er mal abziehen soll. Lol, wie lange er es gebraucht hat, aber na egal. Entweder hat es gehangen oder keine Ahnung. Schöne Flanke. Sauber geklärt. Also gleich ist das Spiel zu Ende und jetzt meine mal ein Tor mit PK. Er läuft und läuft, der Ball immer am Fuß, aber irgendwann muss er doch abspielen. Muss ich nicht, ich kann noch ein Tor machen. Oder auch nicht. Und jetzt ein klassischer Lattentreffer. Fabregas. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Sehr gute Flanke. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. So, nicht mehr lange und dann ist auch der Let's Play zu Ende, so wie das Spiel hier. Piqué. Also nicht komplett zu Ende, also nur Fabregas. Dieser Part jetzt hier. Und ja. Wir haben jetzt die 8. Nein, 9. Kiste Minute, jetzt läuft gerade an. Und ja. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Jetzt suchen die Lücke, ja. Und da haben sie die Lücke gefunden und es wird eine Minute nachgespielt. Ja, entscheidet auf Einwurf. Und dieser Spieler konnte es gerade nicht fassen. Herrliche Flanke. Und die Situation ist bereinigt. Xavi. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Krisensitzung. Und das ja, Spiel ist Ende und 6:0. Zweimal Piqué, zweimal Messi und zweimal David Villa. Das macht 6 Tore. Das war doch ein super Fußballspiel, was wir ja da gesehen haben. Da kann man sich beruhigt in den und Bayern ja verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Tschüss, bis ja, dann sage ich auch mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber bevor, da gehen wir erstmal zurück und dann ja, sehen wir uns im nächsten Let's Play vor dem letzten Let's Show oder Vergleich oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal, sage ich mal jetzt. Tschüss und auf Wiedersehen.